Was haben wir denn bekommen? Ein Rollrückenstreitfigur. Ja, gut, okay. Sichere Reisen. Danke dir auch. Jawoll. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Achso, Mist. Ich wollte nochmal mit Dings reden. Mann, jetzt lass mich mal meinen Gedanken zu Ende reden. Ein Erfolgserlebnis in Maschinenstreit. Mit ihm wollten wir nochmal reden. Achso, er hat nichts Neues zu erzählen. Na gut, das ist schon. Jo, schülü. Seht her, der erweiterte und verbesserte fantastische Aloy! Hast du dir mein Angebot für einen weiteren Aufstieg überlegt? Du hast doch eh nichts Neues zu erzählen, oder? Ich kenne das schon. Gib den Leuten eine Chance. Wie traurig der mal guckt. Gib mir meinen Flummi. Muss ich gerade irgendwie an Cold Mirror und die Avengers denken. Okay. Gut, wir haben Erend getroffen, wir haben Zoe getroffen, dann geht's jetzt zu Kotalo nach dem, zum Gedenkhain. Was ist los? So. Leute, weiter geht's. Ach, schön. So, wir haben mit Erend gequatscht, jetzt geht's zu Kotalo. Genau, zu Kotalo. Kotalo suchen. Auf geht's. Da ist er. Ich denke mal, er wird im Gedenkhain sein. Ich denke nicht, dass er im Bollwerk zu Hause sein wird, sondern bei Hekaro. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Komm schon. Ich sagte ja, dass du den Tenakt treu ergeben bist. Das war vielleicht nee, da klingelt nichts. Die Visionen. Du ja. Seht euch das an. Wir wollen uns sogar eine Gedenktätowierung machen lassen. Was? Ihr wart Zuschauer? Ich hätte nie gedacht, solche Visionen zu sehen. Kurz darauf erstrahlte der ganze Hain voller Lichter. Wie in den Tagen der ersten Tenakt. Noch mehr. Die Wahrheit der Visionen wurde uns enthüllt. Dann sammelten wir uns hier und lauschten Faradays Worten. Und das war dieselbe Botschaft, die Häuptling Hekaro sah? Ja. Einigkeit angesichts gemeinsamer Probleme. Frieden anstelle von Krieg. Ich wünschte, ich hätte es gesehen. Weißt du, ich dachte, Häuptling Hekaro hätte die Vision der Einheit erfunden. Ich lag wohl falsch. Du hast den Häuptling angezweifelt? Immerhin hat niemand sonst die Vision jemals gesehen. Er hätte alles Mögliche erzählen können. Na, bloß gut, dass du nicht das Sagen hast. Aloy, ich erzähle Kavo gerade, wie du die Visionen enthüllt hast nach Regalas Angriff auf die Kulrut. Ich wollte immer wissen, was Häuptling Hekaro sah und hörte, als er den Hain eroberte. Jetzt wissen wir's. Schade, dass du es nicht sehen kannst. Ist schon gut. Ich kenne eine Kaplanin, die dort war. Die Taten der Zehn haben schon immer unseren Kampfgeist gestärkt. Nun werden sie uns ebenso zum Frieden führen. Alles dank dir, Aloy. Ja, ich gehe mal wortlos. Ciao. Nee, immer still nicken und winken, Leute. Das Erste, was ich bei der Ankunft tat, war, Hekaro die Treue zu schwören. Er starrte mich so lange an, ich dachte, ich wäre erledigt. Er wollte dich nur schwitzen lassen. Steht um unseren Ascheblutvorrat. Irgendwann musst du dich bei Kommandantin Atika melden. Ich weiß. Doch bis dahin bleibe ich hier bei dir. Das ganze Dorf zerstört hat. Ich weiß. Aber wenigstens haben die meisten. Einige haben auf den Boden gespuckt, als ich vorbeiging. Aber das ist nichts, was sich nicht auf dem Kampfplatz klären lässt. Und falls nicht,
kriegen sie es mit mir zu tun. Du wärst meine Angstgegnerin. Ja, aber sowas von. Es gab einen Halbstreit. Ah, ich mag die Decker. Das Erste, was ich bei der Ankunft tat, war, Hekaro die Treue zu schwören. Er starrte mich so lange an, ich dachte, ich wäre erledigt. Wo ist denn Hekaro? Ich hoffe, dir geht's gut, Aloy. Da ist erstmal Kotalo, aber wo ist Hekaro? Hi, Kotalo, wie geht's dir? Hallo. Wie fühlt es sich an, wieder beim Stamm zu sein? Es ist ungewohnt. Ich hatte mich an deine Basis gewöhnt. Und an deine Freunde. Hab mit Hekaro über Nemesis gesprochen. Die Kommandanten sind die Nächsten. Meine Hoffnung ist, dass der ganze Stamm hinter dir steht, wenn es soweit ist. Danke, Kotalo. Das tut gut. Danke für die Hilfe mit meinem neuen Arm. Die anderen Tenakt betrachten meinen Arm mit Sorge. Ich mag ihn. Mein neuer Arm ist stark, aber ich brauche ihn nicht immer. Danke für die Hilfe mit meinem neuen Arm. Ach, Kotalo, du bist schon Knuffi. So, wo ist denn Hekaro? Ist er hier? Ich könnte Schockmunition benutzen. Kann ich da einfach reinspringen? Ah, okay, Alpha-Wand. Ein bisschen unspektakulär. Na gut. Halt, Moment. Vielleicht ist er hier an der Seite. Naja, sieht nicht danach aus. Na gut. Ich hätte gedacht, dass er da irgendwo seinen Platz hat. Normalerweise wäre das hier ja sein Platz, aber... keine Ahnung. Na gut, haben wir hier Hekaro nicht gefunden. Ist ja nicht schlimm. Auf seinem Thron sitzt er nicht. Ist jetzt nicht zwingend etwas Schlechtes. Aloy, besuchst du einen alten Freund? Weiß ich nicht. Hast du was Neues zu erzählen? Die anderen betrachten meinen Arm mit Sorge. Ja, ciao. Ich mag ihn. Ja, mag mal weiter. Tschüss, ich geh mal. Wie hast du das angestellt? Ciao, Decker. Ah, halt, stopp. Wir hatten hier alles abgegeben, ne? Kann ich dich was fragen? Natürlich. Die Glitzerstirn. Jo, ciao. Ich hoffe, du findest in den Aufnahmen, was du suchst. Ja, bestimmt. Negativ, negativ. Ihr könnt dort nicht landen. Wir leiten euch um, damit ihr Personal einsammelt. Der Schlund der Arena. Sei stolz. Regala kam, um zu siegen. Ja. Anderen zwei Abzeichen schafft er niemals. Grigala kaum zu siegen. Ich hab gesiegt. Yo, ich ist mein Name, Alter. Wie oft ich meinen Namen hier gerade höre. Alter. Okay, ja, Gesundheit. Wollen wir eine Runde Arena kämpfen? Im Namen der Zehn. Ihr habt Spaß im Chat, ne? Alle klingen gegen Regala. Tritt ein, Fremde. Ich behalte dich. Bist du nicht gerade von einer Mission zurück? Ja, sozusagen. Ich versuche gerade zu gewinnen. Gott, Alter, dieses ganze... Oh, hört auf mich alle voll... die Bestenliste ist mal wieder offline. I don't know. Hä? Ah ja, hier waren wir. Ah, nee, hier hat der letzte Fight gefehlt, ne? Was war das? Flutschlitzer. Innerhalb von 3 Minuten 30... Resonatorstoße und Strahlenstöße verhelfen dir zum Sieg. Ach, guck mal, jetzt haben wir... Irgendwer hat das in 22 Sekunden geschafft. Das klingt so krass nach Cheaten. 22 Sekunden hat er gebraucht. Ist klar, ne?
Oh, Alter, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, dann krieg ich richtiges Frustlevel. 1:20. Oh nee. Ich hab mich darauf gefreut. Ich hasse generell Zeitbegrenzungen bei so Sachen immer. Finde ich immer super nervig. Nee, hab ich echt keinen Bock drauf. Also, warte mal. Ja, nerv mich nicht. Ich suche gerade das Feuer, das ist da. Bei so zeitkritischen Sachen kriege ich immer Frust. Weiter so. So, okay. Wir hatten Erend, Zoe, Kotalo. Silence ist in der Basis und Beta ist in der Basis, mit denen haben wir auch schon gequatscht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Alva. Gucken wir mal, ob Alva ein Landfall ist. Ich habe keine Ahnung, wo Alva ist, aber wir werden sie schon irgendwie finden. Wie ist dein Tag? Da ist sie doch. Landfall heißt dich willkommen, Aloy. Mahlzeit. Hey, Alva. Danke, dass du noch hier bist. Es war bestimmt nicht leicht zu bleiben, als die meisten Quen gegangen sind. Ich kam in dieses Land, um meine Familie zu retten. Ich kann noch nicht zurück. Nicht bei dem, was kommt. Ich habe Bohai von Nemesis erzählt und gab ihm einen neuen Fokus. Oh. Können wir ihm denn damit trauen? Er wird zu Hause sicher einen Weg finden, ihn zu seinem Vorteil über die anderen Aufseher auszunutzen. Aber wenn Gaia wieder vollständig läuft, können wir vielleicht ein Netzwerk aufbauen und so mit ihm in Kontakt bleiben. Vielleicht kann ich sogar mit meiner Schwester sprechen. Er sagte, er würde den Kaiser bitten, uns Hilfe zu schicken. Meinst du, der Kaiser wird auf ihn hören? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Doch ich hoffe es. Ich glaube, von diesem Bohai werden wir noch einen im Negativen hören. Bin ich mir fast sicher. Weißt du, die Basis fehlt mir irgendwie. All die interessanten Daten. Und die anderen, natürlich. Aber wenigstens haben wir über die Fokusse Kontakt. Das war ein ehrfurchtgebietender Kampf. Wenn Nemesis kommt, bin ich an deiner Seite, Aloy. Na. Wir haben auf dem Weg so viele Schiffe verloren. Ich hoffe, die Flotte kommt sicher nach Hause. Weißt du, die Basis fehlt mir irgendwie. Okay, hat nichts Neues zu erzählen. Aber was ich interessant finde, wäre einmal... Ach, man darf ja hier nicht... Ach, na gut, lassen wir's. Die anderen, natürlich. Man darf sich ja nicht umschauen. Hast du was Neues? No. Ciao. Okay. Immer noch dieses Ding hier, ne? Das macht mich immer noch ein bisschen kirre. Komm, wir gucken noch mal. Ob nicht jetzt nach der Story sozusagen, nach der Hauptstory vielleicht noch was zu sehen ist. Patrouille ist gut verlaufen. Na komm. Können wir eigentlich da oben waren wir auch noch gar nicht drauf, ne? Da auf diesem Turm. Kann das sein? Man kann da auf jeden Fall landen. Wir waren hier noch nie drauf, glaube ich. Und jetzt? Ich höre Grünglanz. Ah, da. Guck mal. Okay. Ja, hallo.
Plump. Cool. Voll das Secret entdeckt. Oh, verendeter. Oh, eine Platte, nice. Ein verendeter Dings hier. Wie heißt der? Sonnenflügler. Ah, das war's auch schon, ne? Also schon. Eine Glanzplatte ist schon nice. Gut, wo wollen wir hin? Da hinten. Oh, ich kann es nur immer wieder betonen, wie schön dieses Spiel ist. Wir waren damit aber auch jetzt auf jedem Dach, ne? Ich glaube. I really think so that we were on every Dach. Und jetzt will ich mal gucken. Ob es was Neues gibt. Der Baum ist voller Pfeile. Was ist hier passiert? So, jetzt nochmal. Kleiner Bogen. Kleiner Fernkampfwaffe aus Ebenholz. Okay. Jemand hat den Baum für Zielübungen benutzt. Vielleicht finde ich mit meinem Fokus eine Spur. Aber ich finde mit meinem Fokus keine Spur. Aber was willst du denn jetzt? Komm schon. Ich geb nicht auf. Eieieiei. Okay. Gib zum Teufel, komm raus, immer noch keine Spur von diesem Mistding. Was ist das? Wovon werden wir denn entdeckt gerade? Hallo, Baum. Ah, von dem Ding. Och nö, jetzt hör mal auf. Kleiner Bogen.
gibt halt einfach keine Spur. Das ist in meinem Vorrat. Das Internet gibt auch nichts dazu aus, ne? Glaube ich. Hier ist auch nichts versteckt. Das müsste ja eigentlich in unmittelbarer Nähe sein. Nee. Tja. Gut, dann gibt's dort halt nichts. Dann ist das halt so. Dann machen wir Folgendes. Was machen wir denn? Ey Leute, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Arena, ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Arena. Sei denn, ihr sagt, ihr wollt sehen, wie ich absalze vom Feinsten, aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde sagen, wir gehen in die Base und verabschieden uns von Horizon. Fliegen wir in die Base vor allem. Wir gönnen uns den Weg. Wir gönnen uns den Weg einfach. Ja, wir gönnen uns den Weg. Auf dem Sonnenflügler natürlich. Vielleicht finden wir ja noch den ein oder anderen interessanten Punkt aus der Luft. Vor allem wollte ich sowieso noch mal übers Wasser fliegen. Hier so ein bisschen eher da, in die Richtung übers Wasser. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was wir großartig machen wollen. I really don't, Knopf. Diese eine Statue da auch mitten im Wasser, ne? Hat die eigentlich irgendwie was? Kann man nicht scannen, nix. Na gut. Dann lassen wir's. Den Dächern hier war auch nichts mehr. Gut. Fliegen ist vermutlich sicherer. Ja, ach du. Das wird schon. Gucken, ob wir irgendwas hier über dem Wasser sozusagen finden noch. Deswegen fliege ich gerade auch drüber, aber ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr, was wirklich von Bedeutung ist. Ach, die Insel mit dem mit dem Gedenken an den verstorbenen Arbeitskollegen von Guerilla, von den Guerilla-Mitarbeitern. Ach man. Aber ich find's schon krass, ne? Da oben, wo du hinguckst, du kannst überall hingehen, fast überall hingehen, was du siehst. Was du siehst, da kannst du hinlaufen einfach. Schwimmen eher schwieriger, aber laufen geht in der Regel schon und klettern. Ich find's schon krass. Wird mir ein bisschen wehmütig. Wenn ich dran drüber nachdenke, dass wir das Game bald hinter uns lassen. Aber bald kommt ja das DLC raus. Wo ich noch nicht weiß, wie ich das
in den Streamingplan mit reinbringen soll. Vor allem wird das eine richtige Schnitthürde. Cool, wie hier das, das Wasser vom Berg einfach mal ins Meer fließt. Voll geil. Ach ja. Schön, ey. Ich wollte gerade sagen, waren wir da schon mal? Aber klar waren wir da schon mal. Da links, das sah so unbekannt aus. Aber das liegt nur an dem Winkel. Erst die Kälte, jetzt der Schnee. Kommt ihr denn jetzt her? Oh. Ein Donnerkiefer, an den erinnere ich mich auch noch, den wir eines Nachts erledigt haben. Alter, so weit noch? Ich dachte gerade, es wäre der Hügel gewesen. Aber wir nehmen uns das nicht. Wir lassen uns das nicht nehmen, noch ein bisschen zu genießen und über die Lande zu fliegen. Ach, cool. Oder nehmen wir es uns doch? Im Grunde passiert ja jetzt nichts mehr, ne? Ach komm, wir machen das. Die Leute auf YouTube haben Glück, die können das einfach skippen. Die auf Twitch haben jetzt echt ein Problem. Oh Mann, ist das boring. Obwohl, die können doch einfach ausmachen. Aber hey, ich gönn mir. Ich finde das einfach schön, wie wir so drüber gleiten können. Jetzt geht die Sonne langsam unter. Über den Bergen. Da geht die Sonne unter. Das Spiel ist einfach unglaublich schön. Ich bin so gespannt, wenn der dritte Teil rauskommt. Und ja, die Story weist einfach mal mehr als zu 99% auf den dritten Teil hin. Und ich bin sehr gespannt, hier was da auf uns kommt. Ich kann nicht bleiben. Ich muss tiefer fliegen. Na, mach doch. Plump, und da hat jemand das Licht ausgemacht. Ach, schön.
Wir sind fast da, Leute. Wir haben jetzt echt einen weiten Weg gemacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie riesig diese Welt einfach ist und wir jeden Winkel erkundet haben. Guck mal, wie der Mond da oben rausguckt über den Wolken. Alter, wie cool. Ey, das ist mal einfach so episch cool. Nicht landen. Hoch. Hoch. Bleibt einfach da stehen. Bitte landen. Was? Grünglanz hier oben oder noch eine Platte? Hallo? Bitte landen. Bitte bleiben Sie landen. Bitte landen. Nicht London, sondern landen. Please. Danke. Lul? Auf dem letzten Meter haben wir nochmal Loot gefunden. Wenn das mal nicht bezeichnend für dieses Let's Play ist, ey. Gut. Das ist mal äußerst bezeichnend für dieses Let's Play. So, wir haben alle besucht. Alle besucht, alle unsere Freunde besucht, mit allen nochmal gesprochen. Und zu guter Letzt reden wir nochmal mit unserem besten Freund. Dem wir nichts zu sagen haben, außer, dass wir ihn vermissen. Und damit sind wir am Ende dieses Stream-LPs angekommen. Was für eine Reise, Leute. Was für eine Reise. Meine Güte. Was haben wir alles erlebt? Höhen und Tiefen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Freunde verloren und neue Freunde gewonnen. Wir haben Feinde besiegt, Maschinen besiegt. Wir haben die Sine von Grund und Boden gestampft mit der Hilfe unserer ganzen Maschinenarmee. Ach ja, so viel ist geschehen. Und ich freue mich so sehr auf das DLC, das in 2 Monaten wohl rauskommen soll. Nicht mal 2 Monate, müssen wir mal gucken. Ich freue mich sehr darauf. Ja, damit sage ich mal Tschüss auf YouTube. Dankeschön fürs Mitmachen, Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs unglaublich toll sein. Dankeschön. Und wir sehen uns hoffentlich, wenn nicht beim DLC, spätestens beim nächsten Spiel wieder. Ich freue mich. Rinja hauen, Tüdelü, tschüss mit euch, schau mit V, ciao, Kakao. Auf Wiedersehen. Haha. Gott, sollen das die letzten Worte sein aus diesem LP? Na, ich weiß ja nicht. Gut.